Lesung aus dem Buch Joel. So spricht der Herr: Kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, Weinen und Klagen, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte, und es reut ihn, dass er das Unheil verhängt hat. Vielleicht kehrt er um und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, so dass ihr Speise- und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zion stoßt ihn das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen: Hab Mitleid, o Herr, mit deinem Volk, und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen: Wo ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land, und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Liebe Gläubige aus nah und fern, im Mittelalter soll es manchmal den Brauch gegeben haben, dass zum Beispiel einem neu gewählten Papst, der gerade in seiner ganzen Prachtentfaltung den Thron bestiegen hatte, eine Art Werch, so leicht entzündliches Material, auf einem Stock vors Gesicht gehalten wurde, dann auch entzündet wurde, sodass es sich recht schnell in Rauch und Asche aufgelöst hatte, und ein Mönch ihm dabei zurief: Denk daran, dass du ein sterblicher Mensch bist und eines Tages Rechenschaft ablegen wirst müssen vor Gottes Richterstuhl über dein Tun und Lassen, wie du zum Wohl oder Wehe der Kirche gehandelt und regiert hast. Dieses Bild, liebe Schwestern und Brüder, ist auch ganz passend für uns heute, wie wir die Fastenzeit wieder angetreten haben mit dem Aschermittwoch. Wir sollen ja auch in diesen 40 Tagen in uns gehen. Wir sollen aufmerksam werden auf den Ernst unseres Lebens, auf den Ernst auch des Gerichtes, dass wir einmal auch vor Gott eben Rechenschaft ablegen werden. Und solange wir auf dem Weg zum Gericht sind, sollen wir ja, wie die Heilige Schrift sagt, uns möglichst versöhnen mit Gott und untereinander. Und all diese Gedanken und noch weitere sind eben in diesem Ritus des Aschenkreuzes, der Aschenkreuzauflegung, die wir Katholiken meist Aschermittwoch oder auch noch mehrere Tage danach in verschiedenen Kirchen anbieten, durchführen, dass wir da eben dreierlei sagen möchten. Diese Asche, die ja aus den verbrannten Palmzweigen des Vorjahres gewonnen wird, diese Asche soll einmal ein Zeichen der Erinnerung sein an unsere Hinfälligkeit, dass wir also nicht meinen, wir könnten uns nur auf irdische Sicherheiten, nur auf Menschen verlassen, sondern sie möchte uns klar machen: Wir sind fehlerhaft, wir sind sterblich, wir sind nicht allmächtig und haben eben nicht alles im Griff. Vieles zerrinnt uns zwischen den Fingern, vieles gelingt uns nicht so, wie wir es uns vielleicht durchaus gut vorgenommen haben, aber vieles ist auch schon verseucht, auch an guten Dingen, mit Egoismus und niederen Beweggründen. Und so hat es eben keinen dauerhaften Bestand, wenn wir so die Botschaft dieses Aschenkreuzes nur auf uns bauen würden und nicht vor allem auf die Gnade Gottes, wenn wir ohne Gott unser Glück, unser Heil versuchen wollten.
Und der andere weitere Aspekt ist dann eben folglich auch das Zeichen der Buße, das in dieser Asche drinsteckt. Früher, gerade auch im Judentum, hat man sich, nachdem man Schuld auf sich geladen hatte oder in solchen, als ganzes Volk vielleicht sogar sich irgendwie vor Gott in Schuld gefühlt hat, mit Asche beworfen und bestreut und Bußgewänder angezogen. Und damit hat man einerseits zugegeben, wir sind schwach, wir haben etwas falsch gemacht, wir verstecken das nicht, sondern zeigen das, geben das auch offen zu. Und das andere ist eben auch der innere Wunsch, die innere Sehnsucht und Herzensgewissheit, dass es vielleicht doch eine Vergebung gibt. Eine Vergebung, die aber nur Gott schenken kann, einen neuen Anfang. Diese Sehnsucht nach neuem Anfang, also steckt auch bei uns im kirchlichen Aschenkreuz verborgen. Deswegen ist es ja auch eben die Kreuzform, nämlich wir erinnern uns daran, dass die Barmherzigkeit Gottes, die wir ersehnen und erbitten in diesem Ritus, diese Reinigung, Asche war ja früher oft auch als Reinigungsmittel oft in Gebrauch, dass diese Reinigung, die wir selber nicht schaffen können bei uns selber, die uns geschenkt werden muss, eben durch Christus kommt, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden ist, der unseren Schuldschein durch seine Liebe in seiner Menschwerdung, in seinem Leiden eben zerrissen hat. Und gerade diese großartigen und tiefen Geheimnisse, dieses unfassbare Geheimnis der Liebe Gottes, die Gekreuzigten so deutlich und ja sogar schmerzlich auch irgendwie aufscheinen, sollen wir in dieser Passions- und 40-tägigen Fastenzeit besonders ins Auge fassen und betrachten lernen. Es gibt da so eine schöne Anekdote, dass so verschiedene Wanderer an seiner Einsiedelei vorbeigekommen wären und der Einsiedler lud dieses schwirrende Wandervolk ein, einmal einen Blick in die Zisterne, so einen Wasserbrunnen hinunterzuwerfen und fragte sie, was seht ihr da unten? Und dann sagten sie, wir sehen nichts. Und dann hat er noch einmal so, nachdem das Wasser sich wieder beruhigt hatte, er hat es vorher erst ein bisschen mit so einem Stein aufgewühlt, dass es Wellen geschlagen hat. Und dann sollten sie noch einmal, als es dann glatt war, hinunter schauen, was seht ihr jetzt? Jetzt sehen wir uns selber. Und genau darum geht es. Jetzt eben durch Verzicht, durch Einschränkung, indem wir diese Abhängigkeiten, die uns gar nicht mehr frei sein lassen, möglichst einschränken, möglichst zurückfahren und so den Blick wieder freier kriegen, auch Zeit bekommen, indem wir zum Beispiel auch weniger Fernsehen, weniger unnützes Zeug im Internet anschauen, indem wir weniger Vergnügungen haben, sondern mehr in die Kirche gehen, mehr beten, mehr die Stille suchen, im Herrgottswinkel ausharren und damit wieder den Blick freikriegen für das Wesentliche. Das ist also das Eigentliche, worum es am Fasten geht. Es geht nicht nur alleine um bestimmte Speisenverzichte. Wir Christen machen das nicht in erster Linie im weltlichen Sinne so als Heilfasten oder dass wir Pfunde verlieren und ein bisschen dünner dann werden. Das ist zwar ein wünschenswerter und durchaus möglicher Nebeneffekt, der uns geschenkt werden kann, wenn wir gut fasten, aber es geht vielmehr darum, eben wieder Gott zu zeigen, Gott, ich liebe dich über alles. Du bist mein kostbarstes Gut, wichtiger als der schönste und leckerste Schweinsbraten oder andere Dinge, sondern du, Gott, bist mein Heiland. Du bist meine erste Nahrung. Und dann, wenn ich dich habe, bin ich schon glücklich. Und alles andere hat dann auch seine richtige Gewichtung. Und wenn wir das einigermaßen gut durchhalten in dieser 40-tägigen Fastenzeit,
dürfen wir auch Ostern ganz anders wieder erleben. Diese Freude, auch schon im Palmsonntag, wenn die neuen Palmkätzchen, Palmzweige geweiht und gesegnet werden, Zeichen des Triumphes sind und spüren dürfen. Wir haben durch Gottes Gnade und durch unser Mitwirken mit seiner Gnade eben einen Sieg, einen kleinen, wieder erleben dürfen, dass nicht die Welt mit ihren Lockungen stärker ist und über uns gewinnt, sondern wir mit der Hilfe Christi über die Welt gewinnen dürfen und sie gestalten und heiligen können. Und so möchte ich nun eben diese Asche segnen, damit wir diese 40 Tage, ja warum 40 Tage, auch das vielleicht noch ein bisschen, 40 täglich deswegen, weil auch Christus eben 40 Tage in der Wüste eben ausgehalten hat und gefastet hat. Und wir Christen wollen das nachahmen und eben ganz und gar in diese Gottesliebe eintauchen nach seinem Vorbild. Nun aber möchte ich die Asche segnen und sie auch Ihnen über den Bildschirm als Segenswunsch sozusagen vor Augen halten, so wie sie in den Kirchen, in diesen verschiedenen Aschengottesdiensten den Gläubigen auch aufgelegt wird als gnadenvermittelndes Sakramentale, das heißt als heilswirksames Zeichen der Kirche. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du verschonst die Bußfertigen und hast Erbarmen mit den reumütig Flehenden. Sende gnädig deinen heiligen Engel vom Himmel herab, auf dass er diese Asche segne und heilige. So werde sie zu einem Heilmittel für alle, die in Demut deinen heiligsten Namen anrufen und vor deinem milden göttlichen Angesicht ihre Sünden beklagen. Gewähre allen, die dich aufrichtig um Verzeihung bitten und sich mit dieser gesegneten Asche bestreuen lassen, Vergebung der Sünden, Gesundheit des Leibes und Schutz für die Seele. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. O Gott, du willst nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebe. So schau in Gnaden herab auf unsere schwache Menschennatur und segne gnädig diese Asche, die wir uns zum Zeichen unserer Hinfälligkeit und Sündenbeladenheit aufs Haupt streuen lassen. Wir rufen deine Barmherzigkeit an, damit wir den Nachlass unserer Sünden erlangen, sowie den Lohn, der den aufrichtig Büßenden verheißen ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Leuten von Ninive, die in Sack und Asche Buße taten, Verzeihung und Rettung geschenkt. Lass uns gnädig ihr Verhalten so nachahmen, dass wir, wie sie, auf die Mahnung des Jona hin Vergebung erlangen und dich als Erlöste preisen dürfen in Ewigkeit. Amen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Gedenk, o Mensch, dass du Staub bist und zum Staube zurückkehren wirst. Und so segne euch zu einer guten Fasten- und Passionszeit der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Jesus, dir lebe.